Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Willkommen, heute bin ich für euch in KZ Sachsenhausen. Wie man hier sieht, in voller Montur mit zwei Kameras und so weiter. Stativ ist hinten drin, ein Mikrofon auch, ist egal. Aber schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Echt, das ist ein Gruselkabinett hier. Ich nehme das gerade mit meiner Handykamera auf, um das einmal mal besser darstellen zu können, da ich ja keinen zweiten Unterstützer habe. Ja, wenn euch das Video gefällt, ich mache jetzt viele Fotos und alles Mögliche, dann macht einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Viel Spaß! Dann schauen wir mal und gehen wir mal hier rein in das Museum der alten Geister. Man sieht, das sind die Räumlichkeiten ehemaliger Baracken quasi. Heute ist das quasi ein Wahrzeichen für das, was ich nicht wiederholen darf. Lange Gänge, eingepfercht, eingesperrt. Ich weiß nicht, wie viel hier reinpassen, aber bestimmt an die 50, 60 Leute, die hier drinnen wahrscheinlich geschlafen haben. Wahrscheinlich sogar 100 Leute. Ja. Ist schon grausam, was hier so passiert ist.
Ich bin eigentlich froh, dass ich nicht in dieser Zeit aufgewachsen bin. Allerdings von meinem Opa so erfahren habe, wie das eigentlich so ablief. Denn meine Vorfahren waren ja Freiheitskämpfer. Die waren ja quasi hier mit den Juden teilweise gefangen, weil sie quasi Juden versteckt haben und außerhalb von Deutschland gebracht haben. Und die haben mir da Geschichten erzählt, und einem wurde das Gehör ausgeschlagen. Alles Mögliche. Den anderen haben sie mit Körperteilen gefoltert. Ist schon ziemlich krass, was so ablief. Und ich möchte gar nicht wissen, was sie mit den Frauen und Kindern gemacht haben. Das will man gar nicht wissen, daran möchte man gar nicht denken. Deswegen darf ich solche Sachen nie wieder wiederholen. Ich glaube, das war hier einer der aller schlimmsten Räume hier. Am Anfang der Zeit dachten sie, das wären die Räumlichkeiten, wo sie sich sauber machen konnten. Dass das aber deren letzte Dusche war, war vielen gar nicht bewusst. Erst später wurde das durch Weitergeben, durch Erfahrungen weitergeleitet. Und diejenigen, die später hier in diese Räumlichkeit, wo sie kamen, wussten, das war die letzte Dusche. Wenn man in so einen Raum geht und weiß ganz genau, das ist jetzt der letzte Moment, in 5 Minuten bist du tot, möchte ich gar nicht wissen, was in einem vorgeht. Wenn man das so sieht,
Hier haben sich die Gefangenen quasi eingepfercht auf diesem großen Geländer. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Tausende Gefangene hier waren und tagtäglich gehofft haben, nicht ihre letzte Dusche zu bekommen. Das ist grausam. Es haben nur wenige überlebt. Und die, die überlebt haben, die haben die Geschichte so übermittelt, wie sie es auch erlebt haben.